Hallo und herzlich willkommen zu der kürzesten Folge Böbel. Einfach weil die Datei fehlerhaft war und ich keinen Bock habe, das jetzt komplett zu wiederholen, machen wir heute eine Kurzvariation davon. Ich habe Insekten probiert, unter anderem Heuschrecken, Grillen, Buffalo-Würmern und Mehlwürmer. Ich sag euch, wie es ist, den ganzen Scheiß finde ich nicht so nice. Aber das erkennt man einigermaßen gut, die zum Beispiel grillen. Und deswegen werde ich jetzt einfach eine rausnehmen, den Schädel abbeißen und mich dann kurz ekeln. Ich finde das echt nicht geil, wollte ich nur mal anmerken. Dann haben wir natürlich selbstverständlich auch noch richtig geile Mehlwürmer hier, die wir natürlich auch fachmännisch verzehren werden. Davon allerdings nur eine, weil ich tue mir das Ganze schon ein zweites Mal an und ich muss sagen, es ist eine Qual. Hier ist das kleine Ding. Ich habe jetzt eine Handvoll doch genommen, weil mir einer auf den Boden gefallen ist. Als letztes sind noch Grillen und Buffalo-Würmer, quasi die kleineren Mehlwürmer. Probieren wir erstmal die kleinen Mehlwürmer, beziehungsweise die Buffalo-Würmer. Leute, nein, kann ich echt nicht empfehlen, da schmeckt alles nach Holz, wie bescheuert. Aber ich sag euch, wie es ist, Holz ist nicht geil, gar nicht geil. Außer bei frischen Büchern. Kennt ihr das, wenn ihr so an frischen Büchern riecht? Frische Bücher sind mein Fetisch. So, das ist inzwischen das dritte Mal, dass ich das esse, weil die ganzen Aufnahmen irgendwie corrupted waren. Egal, hoffen wir, dass es jetzt klappt. Bon Appetit! Ich ekel mich so sehr davor. Mann, jetzt ist mein ganzer Boden voll. Wie dem auch sei, das war's mit der heutigen Folge Böbel, aka Bildchen öffnet Boxen extra lange. Hat euch das Video gefallen, dann lasst doch einfach ein Like da oder guckt hier das letzte Böbel-Video, weil das vielleicht ein bisschen zu kurz geraten ist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Wir sehen uns Montag wieder und ansonsten war's das auch von mir für dieses Wochenende. Ich liebe euch, haut rein, ciao.